Sage und schreibe 600.000 Projektile sind es durchschnittlich pro Jahr. Aus Sicherheitsgründen tragen die Soldaten immer ihre schusssicheren Spezialwesten und die extrem leichten, aber zugleich widerstandsfähigen Kevlarhelme. In allererster Linie Treffsicherheit, Schnelligkeit. Das heißt, es beginnt bei Low Level und endet nachher dort, dass wir wirklich auf jede Reaktion, Aktion, die erfolgt, reagieren können. Dazu gehört Geschwindigkeit und Treffsicherheit. Ohne nahezu perfekte Fähigkeiten an der Waffe bleibt Bewerbern der Weg ins KSK versperrt. Türöffner in die Eliteeinheit ist der Stresstest auf der 25-Meter-Bahn. Innerhalb von 2 Minuten müssen die Soldaten 10 Gegner ausschalten. Und zwar mit dem Gewehr und der Pistole von verschiedenen Positionen aus und mit einem Magazinwechsel. Dabei dürfen sie die Geiseln und Unbeteiligten nicht treffen oder bekämpfen. Alles unter extremen Bedingungen. Während sie den Parcours absolvieren, dröhnt lärmende Heavy-Metal-Musik aus den Lautsprechern. Durchzucken Explosionsgeräusche den Raum, treffen die unterschiedlichsten Lichteffekte wie Geschosse auf ihre Augen. Um den Stress weiter zu erhöhen, quillt Nebel aus speziellen Düsen, wabert durch den Raum und lässt das Ziel noch schlechter erkennen. Viele Anwärter sind diesen Anforderungen nicht gewachsen. Ich denke mal, dass es ganz einfach daran liegt, dass man halt doch vielleicht bei gewissen Situationen Stresstests zum Beispiel nicht wirklich stressfrei rangeht. Und man hat halt einen gewissen Zeitansatz und muss in diesem Zeitansatz gewisse Ziele erfüllen. Und dort kann man sich halt auch verhaspeln. Und wenn man das erste Mal in ein Unternehmen gehauen hat und vielleicht das zweite Mal, dass der Stress dann noch größer wird. Weil jeder Mensch ist anders. Demzufolge, der eine kann mit Stress besser umgehen, der andere nicht ganz so gut. Jeder Kommandosoldat muss den Stresstest mindestens einmal im Jahr erfolgreich wiederholen. Versagt er, verliert er nicht nur seine Kommandozulage von fast 1.000 Euro monatlich. Schlimmer noch, er büßt den Status Combat Ready ein, also voll einsatzfähig zu sein. Schießwütige Draufgänger bleiben hier übrigens meistens auf der Strecke. Gefragt sind ausgeglichene, kühl abwägende Profis. Eine Aggressivität, ich würde eher sagen, eine kontrollierte Aggressivität ist sehr wichtig, um diese Tätigkeit durchzuführen. Es darf aber keine impulsive Aggressivität sein. Sie muss immer unter Kontrolle bleiben, weil wenn es zur Sache geht, braucht man ein robustes Auftreten, eine Durchsetzungsfähigkeit. Aber diese Aggressivität, wie gesagt, muss kontrollierbar sein. Er muss die bewusst hochfahren können, aber auch bewusst wieder runterfahren können. 1997, es ist soweit, die ersten 2 Kommandokompanien des KSK sind einsatzbereit. Vermutlich nicht mehr als 30 bis 40 Soldaten. Detaillierte Informationen über die Truppe sind aber von Beginn an streng geheim. Das Kommando selbst und seine Möglichkeiten werden dagegen bei der Übung Schneller Adler erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Szenario, die Befreiung von Geiseln aus den Händen von Terroristen und die Evakuierung deutscher Staatsbürger im Ausland. Die Soldaten im Kommando Spezialkräfte, die als Kommandosoldaten ausgebildet sind, sind die Besten der Besten. Das muss man so deutlich und klar sagen. Sie werden über einen langwierigen Auswahlprozess ausgewählt. Und wir wissen am Ende dieses Prozesses wirklich, was sie in der Lage sind zu leisten. Ein Teil dabei ist für mich ihre psychische, aber auch physische Stabilität. Und so gilt es insbesondere festzustellen, ob sie auch in der Lage sind, unter höchster körperlicher und psychischer Belastung noch Leistung zu bringen. Die Geiselbefreiung ist dabei jedoch nur eine Aufgabe der Eliteeinheit. Das Ausschalten von gegnerischen Kommandozentralen und die Abwehr terroristischer Bedrohungen gehören auch dazu. Von Beginn an steckt das Kommando aber in einem Dilemma. Alles ist streng geheim. Diese militärisch begründete Informationssperre lässt in der Bevölkerung und Politik immer wieder wilde Spekulationen über die Rechtsstaatlichkeit der Einsätze aufkeimen. Ein deutscher Staatsbürger in Gefangenschaft gerät zum Beispiel, ist es unsere Aufgabe, ihn da rauszuholen. Egal, ob es ein Kritiker, der negativ über uns gehört hat, oder positiv. Das ist unser Job. Ärgert man sich da mal darüber? Ich mache mir darüber keine Gedanken. Zu viele Gedanken würden einen nur den Verstand verderben und den braucht man, scharfen Verstand.
Zurück im Schießausbildungszentrum. Das Waffentraining gehört zu den Schwerpunkten im Ausbildungsplan eines Kommandosoldaten. Wie bei dieser Übung. 8 Meter stehen sie von den kleinen blauen Punkten entfernt, deren Durchmesser nur 7 Zentimeter beträgt. Es ist das Ziel, direkt das Ziel. Das habe ich vor Augen, das visiere ich an und das möchte ich treffen. Und je kleiner ich mir das Ziel vorstelle, desto genauer schieße ich. Deshalb wurde beim Bau der Schießanlage auch besonderen Wert auf die Trefferanalyse gelegt. Ein spezielles Lasersystem erkennt jedes Einschussloch auf der Leinwand, auf der die unterschiedlichen Ziele per Kamera projiziert werden. Das System meldet die Treffer in Echtzeit an einen Computer, der dann die getroffenen Ziele sofort ausblendet. Selbst unter Stressbedingungen ist ihre Fehlerquote extrem gering. Aber Übermenschen sind auch sie nicht. Fehler passieren, allerdings sehr selten. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, die ganz einfach abverlangt wird. Und wenn hier jemand hapert, scheitert, dann liegt es halt ganz einfach daran, dass er vom Kopf her ganz einfach nicht abschalten kann und auf diese Situation reagieren kann.